Alles klar, dann wollen wir jetzt mal weitermachen mit Professor Layton und ja, Ace Attorney. Und das Ass-Anwalt. Ass-Anwalt. vorher noch eine ganz wichtige Sache. Wo ist mein Stylus? Da ist mein Stylus. Ja, mein Stylus. Ja! Ah, mein Stylus! eine ganz wichtige Sache. Ja, wir wissen von Professor Lady Layton. Professor Lady Layton. Nein, wir wissen, dass es existiert. Stimmt's? Weißt du, dass Lady Layton existiert? Ja. Gut, das sollte nur nochmal gesagt worden sein, weil ich krieg das ständig in irgendwelchen Kommentaren. Wie finden wir es denn? Ich fand, das war spitze. kann ich mit dem Spitze. Jo, 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 jo. Das ist der Mario! Okay, weiter geht's. Wir sind ja. Ach so, ja, genau. Ich hab meinen Bildschirm noch nicht. Du hast den. Ah, da war ja was. Ach so, deswegen hast du meine Spitze auch nicht gesehen. Ich habe nämlich eine Spitze geschmissen, wie man so schön sagt. Ach, warte mal, ich kann das... Was hast du? Eine Spitze geschmissen? Ja, bist du etwa spitz? Ja, natürlich. Siehste, ich bin sehr spitz. Wenigstens hast du diese blöde Palme nicht mehr. Ja, jetzt habe ich die Spitze. Was ist denn eine Spitze schmeißen? Das ist so, das kann man sagen, wenn man zum Beispiel also jemandem gegenüber etwas... subtil Beleidigendes sagt. Also jemanden gegenüber recht spitz. So eine Spitze. Ja, so eine Spitze. Ich bin oft gegenüber anderen sehr spitz. Aber beleidigend finde ich das nicht. Nö, ich finde das sehr schmeichelnd. Ja. Wenn du das gegen mir gegenüber bist, mal. Oh, ich habe die Kamera nicht eingestellt. Moment. Die Kamera! Die Kamera! Ah! Jetzt läuft sie. Wohin? Dem Prozess hinterher. Weg. Sie folgt dem Prozess. Natürlich, sowas macht nämlich die Kamera. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Untersuche das Gemach, okay. Ich untersuche mal diesen Typen, der da steht, den man nicht ansprechen kann. Untersuche es aber Gemach, nicht zu schnell. Ja, mit Gemach. Ja. Gemach, Gemach. Also es gibt nur einen Ort, den man untersuchen kann und das ist Flamberg. Nein. Ich würde gern mal Flamberg untersuchen und unter seine Kutte gucken. Oh, was könnte das sein? Das wüssten Sie wohl gerne. Haben Sie etwas gefunden, Professor? Ach, da fällt mir gerade ein, wo du sie so sprichst. Wir konnten wieder nicht die Maya-Sprecherin genau zu diesem Zeitpunkt, wo wir die Aufnahme machen, ranbekommen. Schade. Ja, ich weiß nicht, Mitternacht schlafen die meisten Leute. Das ist auch voll authentisch, weil es bei mir ja voll dunkel in der Wohnung ja, gerade ist. Bei mir ja eigentlich, also... Du hast Sonnenlichtfluter direkt vors Fenster gestellt. Ja. Genau so ist das. Okay, was haben wir denn gefunden? Fräulein Faye, sehen Sie sich das bitte an. Oh, der ist ja putzig. Nein, weißt du, was das ist? Das ist der Mario! Mach mal weiter, ja, mach ich. Es ist ein Thron! Anderes Wort für Toilette. Okay, und mit diesem Gedanken im Hinterkopf... Gehen wir jetzt alle auf Toilette. Nee, lesen wir das jetzt alles ganz normal weiter. Oh. Das habe ich gar nicht gelesen, bevor ich das gesagt habe. Entschuldigung, dass ich das so witzig finde. Auf diesem Thron ist keine Spur der roten Flüssigkeit zu finden. Damit ist nur Ketchup gemeint. Nichts anderes. Aber warum sollte man auf einem Thron Ketchup haben? Sieht ganz so aus. Ach so, jetzt weiß ich auch, was in dem Raum passiert ist. Die große Hexe hatte,
Verstopfung. Nee. Was anderes, wo auch viel Blut bei rauskommt. Ja. Ja. Aber wenn wir ihn ein wenig zur Seite schieben, den Ketchup. Ah! Er muss im Kampf mit Inquisitor Flamberg verschoben worden sein. Hm. Was kann das bedeuten? Auf diesem Thron ist keine Spur der roten Flüssigkeit, aber auf der Wand dahinter ist ein roter Klecks. Was könnte der Grund dafür sein? Die haben hinter dem Stuhl gekämpft! Naja, der Thron war an einem anderen Ort, als Inquisitor Flamberg den Kampf seines Lebens ausgetragen hat. Kampf seines Lebens. Ja. Ich weiß, wo der Thron stand. Im Bad. Gut kombiniert, Fräulein Fay. Was denken Sie, wer den Thron bewegt haben könnte? Naja, es muss Inquisitor Flamberg gewesen sein, als er mit den Mitteln... mit den Mitteln gekämpft hat. Ja. Mit irgendwelchen Mitteln. Verschwinde, du Mittel! Er hat mit Abführmitteln gekämpft. Auf dem Thron. Ach, ja. Das ist zu früh am Morgen für sowas. Ich hab nicht gekämpft. Ich habe keine Erinnerung daran, den Thron bewegt zu haben. Ich weiß, was passiert ist. Es war ein Zauber, der den Thron bewegt hat. Thron Bewegsio oder so. Thron Bewegsio. Wingardium Thronviosa. Nein, na doch, nee, doch, doch, du hast es richtig gesagt. Andere würden Triviosa. Sagen... ja. Anders gesagt kann es also nur die große Hexe selbst gewesen sein, die den Thron bewegt hat. Ist das überhaupt so wichtig? Wahrscheinlich ja. Außerdem besteht eine Verbindung... Wahrscheinlich ist ein Geheimgang unter dem Thron und da ist sie geflohen. Mhm. Ah, ja, ja. Oder so. Außerdem besteht eine Verbindung zwischen dem Bewegen des Throns und dem, was sie danach getan hat. Was hat sie nach dem Thron getan? Abgewischt. Oh, sie meinen, ihr verschwinden. Ihr haltet an eurer fest. Aber bedenkt, das ist die große Hexe. Sie könnte einfach einen Zauberspruch benutzt haben, um zu verschwinden. Wir halten nicht nur an unserer fest, wir halten auch an unserer Felswand fest. Lass mich da nicht mal los! Lügen. Das Verschwinden der Gebieterin ist eure Schuld. Bringt sie sofort zurück. Bitte. Bitte, bringt sie zu uns zurück. Von der Statur her haben wir es jetzt genau verdreht. Ist mir egal. Verabscheuungswerter Ritter. Wir werden das nicht vergessen. Wer hat was gefressen? Wer hat was gefressen? Nein, Moment mal! Wo habt ihr denn diese Waffen her? Teleshopping. Sagt uns, was wirklich passiert ist. Gesteht, es gibt kein Entkommen für euch. Oh, die kommen aber sehr bedrohlich näher. Oh nein, das ist nicht gut! Inquisitor Flamberg wird sie in Stücke hacken! Ha! Stück. Boah! Brutal! Ah! Er hat Maya getroffen! Jetzt ist da noch mehr rote Flüssigkeit! Hört gut zu, Untertanen der großen Hexe. Wenn ihr nach der Wahrheit strebt, müsst ihr sie selbst finden. So einfach kann man es sich auch machen. Hören Sie hier nicht so rum. Oh, warte mal. Hören Sie jetzt hier nicht rum, Mann! Das haben wir als Sound? Das haben wir als Sound! Das wusste ich gar nicht. Das haben wir als Sound? Was? Ich seh's schon kommen, irgendwann haben wir als Sound. Das haben wir als Sound?
Du hast mich damit echt auf eine blöde Idee gebracht. Das ist Sound Inception. Ja. Das mache ich. Soundception. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt kannst du gleich nochmal. Kein Wunder, dass Inquisitor Flamberg in der ganzen Stadt bekannt ist. Er ist ein unglaublicher Ritter. Das heißt, die Leute glauben ihm nicht. Und ein ungläubiger Ritter ist er. Der Ritter des heiligen Nichts. Ich habe keine Zeit zu verschwenden. Ich muss mich... Entschuldigung. Ich muss mich gerade räuspern? Nein. Übergeben? Ja. Nein. Dann mach das bitte in den Thron. Ich muss mich beeilen, um den Schöpfer zu beschützen. Herr Zylinder, es war mir eine Ehre, mein Schwert ein weiteres Mal mit euch zu kreuzen. Entschuldigung. Aber ihr dürft die Strahlen nicht kreuzen. Ja, und erst recht nicht die Schwerter. Die Ehre war ganz mein, Inquisitor Flamberg. Fräulein Faye? Mist. Ja? Tschüss. Euer wagemutiges Handeln und eure Tapferkeit verdienen meinen Respekt und meine Bewunderung. Wagemutiges Handeln und Tapferkeit? Hä, das haben wir als Sound? Ja, was keiner weiß, du hast den... Das haben wir als Sound schon eingefügt jetzt, das war ich nicht. Genau. Richtig, ich habe das alles in Echtzeit nachbearbeitet. Das rausgeschnitten, Sound rausgemacht. In Echtzeit. Ja, und ich sehe schon, nächstes Mal haben wir noch die 24-Uhr am Anfang und immer zwischendurch mal, wenn ein Rätsel ist oder so, so 20 Minuten später. Schön. Das wird eine lustige Folge. Ich glaube auch. Also, was? Das haben wir als Einblendung? Okay, Mehr gibt es nicht zu sagen. Ja. Bis zum nächsten Treffen. Lebt wohl. Er ist verschwunden. Möglicherweise wusste der Inquisitor, dass die nächste Hexe ihren großen Auftritt plant. Die nächste Hexe. Germany's next Top Witch. Ah, ja. Kennst du von Ben und Jerry Son of a Witch? Das ist ein Mini-Sandwich. Oh, nee. Ich finde den Namen super. Ja. Finde ich auch gut. Son of a Witch. Also Mini. Ja, klar, macht Sinn. Mhm. Ja. Oh, ich hätte fast gestern so eine kleine Packung Eis von denen geholt, aber ich dachte mir, nee. Fruchtzweige-Eis tut's auch. Das stimmt. Und ist günstiger. Ich war gestern im Kino. Scheiße. Und da lief ein Alien rum. Hä? Im Kino lief Alien? Ein Alien? Ja. Ja? Der hat die Leute 90 erschreckt. 90 Minuten lang. Ach so. In so einem Gummikostüm halt. Fand ich ziemlich cool. Er wollte mich auch erschrecken, es hat nicht ganz geklappt, aber ich muss schon zugeben, wenn einem dieses Riesenmaul plötzlich vorm Sichtfeld so erscheint, das ist schon irgendwie beängstigend. Ja. Eventuell. Ich denke gerade an was anderes, tut mir leid. Möglicherweise wusste der Inquisitor das. Nee, das finde ich gar nicht. Möglicherweise wusste der Inquisitor, dass die große nächste Hexe ihren großen Auftritt plant. So hatten wir das ja. Er muss es für wichtiger befunden haben, herauszufinden, was ihr nächster Schritt ist. Ihr großer Schritt ist, als ihr Verschwinden zu untersuchen. Inquisitor Flamberg ist bestrebt, die Sicherheit des Schöpfers zu gewährleisten und den Kampf gegen Hexen fortzuführen. Er ist entschlossen, seiner Aufgabe als Inquisitor gerecht zu werden. Findest du die Texte in diesem Spiel auch sehr langwierig geschrieben? Ja. Wieso muss mir Layton das jetzt erklären? Ja. Na gut, weiter.